So Leute, hier ist wieder Rio Hayato für Ultimate Gamers NBA. Ihr hört es wahrscheinlich, meine Stimme ist total im Eimer. Die kratzt wie Sau, ich habe viel zu viel rumgeschrien letzten beiden Tage, nonstop feiern. Der Grund, warum ich heute mal wieder ein Video mache, beziehungsweise eine kleine Hilfestellung, ist für die Leute, die das Spiel Rosenkreuz kennen. Vielleicht von Let's Plays von Roxas oder, ja, wisst schon. Ich habe da eine kleine Hilfestellung, weil ich weiß jetzt, weil ich es heute mal wieder gezockt habe, ich weiß jetzt die Schwachstellen jeglicher Charaktere. Und auch am besten, wie man sie spielt. Also Tipp zuerst, fangt mit Libea an. Das ist die leichteste. Die könnt ihr auch ohne irgendeine Waffe. Die könnt ihr mit dem Seelengewehr platt machen. Wenn ihr den Liebessturm habt, geht zu Luste. Luste gibt euch den Lustatem. Mit dem Lustatem rennt ihr zu Zorne. Zorn ist anfällig gegen Lustatem und verliert die Zornesbombe. Die Zornesbombe wirkt gegen Schwermuter. Schwermuter könnt ihr mit der Geistermann von Schwermuter könnt ihr gegen Traurare gewinnen. Mit Traurares Zornharnisch oder Klageharnisch könnt ihr gegen das Grollschwert von Groller ankommen. Wenn ihr Groller erledigt habt, geht ihr zu Sichle und macht die mit Grollschwert nieder. Und mit der geplanten Zukunft, die hebt ihr euch im Kampf gegen Freudia erstmal auf. Zu Freudia geht ihr dann erst mit dem Lilly könnt ihr in der Traurares Stage gewinnen, da wo dieser eine Abgrund ist, wo so ein komisches Drehviech oben auf einer Plattform steht, da ist ein Abgrund mit Stacheln, springt da runter und sieht zu, dass ihr den Stacheln ausweicht. Ganz unten ist ein Item und da kriegt dann die Waffe Lilly. Da greift dann die kleine Fee neben euch an. Die hebt ihr euch auch im Kampf auf. Benutzt ihr erst am besten den Zauberharnisch oder Klageharnisch und schwächt sie bis in Hälfte der HP. Bis zum Dreiviertel. Dann nehmt ihr den geplante Zukunft raus, killt sie damit, bis sie fast tot ist und lasst Lilly den Rest erledigen. Einfach draufkloppen. Dann erledigt ihr sie. Heilt euch am besten mal mit einem E-Tank oder so. Dann für die Mauer beim ersten Separin Stage am besten erst mit dem Freudenstachel bekämpfen, bis sie zur Hälfte geschwächt ist und dann geplante Zukunft. Dann kann sie euch nichts mehr machen. Einfach draufhauen, töten. Die Glasscheibe könnt ihr einfach mit dem Seelegewehr erledigen. Da gibt es nichts anderes. Seelegewehr ausweichen, heilen, ganz einfach. Der Zauberer, der ist schwer, da solltet ihr euch am besten. Was war das, was ich eingesetzt habe? Ich glaube, den Zauberharnisch. Nee, Zauberharnisch ist wirkungslos. Was war das? Oder Zauberharnisch? Ich weiß nicht mehr genau, was wirkt. Die geplante Zukunft ist wirkungslos, weil er einfach ausweicht. Also nutzt den Freudenstachel und haut ordentlich drauf. Killt ihn damit. Und für Lord Zeppelin empfehle ich euch den Zauberharnisch. Bis zur Hälfte der HP. Und Lustatem. Ausweichen und Lustatem draufhauen. Wenn der tot ist, kommt ihr zum Weißen Schloss von Iris. Und ab da muss ich leider passen, da ich heute leider beim Endboss verreckt bin. Ich habe geheult fast. Nein, ich war enttäuscht, aber gut, Leute, kann ich nicht ändern. Ich habe verloren und muss ich einsehen. Okay, also, das wäre es gewesen. Kleine Information bei Rosenkreuz-Lette, für die, die es haben. Vielleicht kann ich es euch doch schicken, weil ich habe das Spiel. Wenn ihr es wollt, schreibt mir einen Kommentar. Ich sehe zu, was ich machen kann. Gut, das wär's. Es ist Nacht, ich bin müde. Ja, was heißt müde? Ich will feiern. Also, gut, das wär's. Rio Hayato für Ultimate Gamers MBE verabschiedet sich und, ja, man sieht sich bald wieder mit Pokémon Gelb und so weiter und so weiter. Rio Hayato, over and Ende. Bis dann. Klingt sich aus und tschüss.